wir sind heute in Firnheim in der Waldsporthalle und schauen mal, was unser Sportstipendiat und Ringer Matthias Schmidt zum Training treibt. In der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm im freien Stil. Dritten an für den KSV Ketsch. Thilo Dicker gegen Matthias Schmidt. Ich trainiere so knapp 16 bis 18 Stunden, kommt immer darauf an, ob jetzt noch Wettkämpfe anstehen oder ob am Wochenende gar nichts ist. Kommt immer drauf an. Das klappt ganz gut. Ich kann entweder vor dem Training oder nach dem Training lernen. Also da habe ich zum Glück bisher keine großen Probleme und wenn doch, dann kann ich eben gucken, ob zusätzlich Tutoren kommen oder sowas, wo ich mich dann gut auf die Klausur noch vorbereiten kann. Also meist schon mich selber vor den Klausuren, wenn man Vorlesungen nicht besuchen kann wegen Training, dass man Tutoren gestellt bekommt. Oder auch wenn Pflichtveranstaltungen da sind, die man dann auf andere Termine schieben kann. Ja. Ich habe es von Luisa Springmann, das ist so eine Ringerin, bei der habe ich es gesehen, dass die das hat. Und dann dachte ich mir, ja, dann probiere ich es auch mal. Weil ich auch an die Universität Mannheim sowieso wollte und dann hat sich das natürlich angeboten. Man achtet schon drauf, vor allem vor dem Wettkampf. Oft ist es auch so, dass man eben auch mal zunehmen muss, wenn ich ein Gewicht so hochgehe und dann muss ich eben mehr essen wie sonst und dann muss ich schon drauf achten. Mein Papa hat gerungen und dann ist man halt von klein auf dabei gewesen und dann hat es gleich Spaß gemacht und ist mal dabei geblieben. Ich denke, Sportler sind sehr diszipliniert, sehr motiviert und auch ehrgeizig und ich denke, das wird dann auch im Beruf oder im Studium. Ja, vor allem Freizeitfreunde, weil dann eben neben Uni und Sport ist da eben nicht so viel Zeit. Ja, der Matthias hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt, hat jetzt bei den letzten Meisterschaften oder deutschen Meisterschaften zwei Medaillen gewonnen. Ist jetzt ab diesem Jahr zum ersten Mal bei den Männern, also nicht mehr im Nachwuchs- oder Juniorenbereich, sondern bei den Männern. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da sieht man, wer den Sport und das Berufliche oder die weitere Ausbildung dann am besten unter den Hut bekommt. Wer genügend Zeit noch zum Training hat. Aber der Matthias ist ein ziemlich fleißiger Sportler und ich denke, dass er den Anschluss an den Männerbereich finden kann. Es ist bei uns im Training recht schwierig, auch bei uns im Verein, weil im aktiven Training ist man ab dem 14. Lebensjahr bis der älteste wird so um die 35, 36 sein, die dann auch verschiedene Meisterschaften gehen. Das heißt, die ersten Meisterschaften beginnen im März, die letzten enden im Juni. Dadurch kann man nicht direkt Rücksicht auf die Klausur nehmen, weil man auch immer einen entsprechenden Trainingspartner dafür braucht zum Ringen, sondern es muss eher auf den Saisonhöhepunkt hingearbeitet werden. Das heißt, er muss eher schauen, dass er sein Lernpotenzial mit dem Training vereinbaren kann.